Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, jetzt kann ich hier nicht gerade... warte, minimiert er? Nein, Gott sei Dank nicht. Da war ich, wollte gerade den Speedy hier anmachen. Ging nicht, weil hier war vom Virenschutz so eine Meldung. Hier, Werbung. Müll. So. Warum kocht denn hier keiner? Wer sind überhaupt unsere Kochkünstler? Daredevil, Black Widow, ne? Die schlafen alle. Alle am Pennen irgendwie. So, da war ja mal wieder hier ein Kommentargewitter. Da muss ich ja jetzt am besten direkt anfangen, sonst komme ich nicht hinterher. Aber bevor ich vergesse, wir haben ja gesagt, jede Folge Kontakten machen wir. So, exotisch. Exotisch. So, ich würde sagen, mit Kommentaren fangen wir schon mal unten an. Wobei, wir fangen mal oben an. Ich glaube, oben ist auch richtig. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge eigentlich ist. Ich fange jetzt einfach oben an. Sehr cool abgewehrt. Sah schon richtig professionell aus. Welcher Kampf war das jetzt eigentlich bezogen? Wartung ist fällig, ja. Die werden draufgehen. Schade eigentlich. Aber ein bisschen Insektenzeug kriegen wir dann noch raus. Oh, die Hochzeit fängt an. Oh, zum Glück haben wir alle Stühle da. Oh, warte, hier. So. Chewie und Donald Duck. Leute, die Hochzeit fängt an. Er verpasst die Hochzeit. Da habe ich ihn gerade noch gerettet, bevor er die Hochzeit verpasst hätte. Ja, Mr. T verpasst sie jetzt. Hör mal, ihr könnt euch auch hier was rausholen, ne? Ich meine, hier ist extra ein Lager. Tiefgekühlte Joints, ja. Tiefgekühltes Bier. Mahlzeiten. Ihr dürft euch ruhig was zu essen nehmen. Leute. Hört auf, euch hier zu beleidigen. Spider-Man. Was ist da los? Leute, nehmt euch was zu essen. Party. Na komm. So, das ist natürlich nicht geplant. Man ist doch auf der Party, nicht da. Mensch. So. Du brauchst noch ein Funkfeuer im Kraftstofflager. Wie? Ja, scheiße. Ja, kacke. Was haben wir da überhaupt? Strom? Ja, haben wir. Gut. Gut, dass du es gesagt hast. Ach ja, okay, danke für den Test. Stahl hilft also nicht gegen Kevin. Wir könnten mal Plastahl probieren. Wobei, wir machen jetzt erstmal die Wände aus Stahl. Das dauert jetzt sowieso erstmal. Und dann, wenn was kaputt geht, machen wir mal... Weil kann natürlich sein, jetzt bauen wir hier dann aus Plastahl und dann sind die dann hier und gehen hier gar nicht hin, sondern würden hier alles wegruppen, ne? Was machst du eigentlich da drin? Erstmal weggeruppt hier. Hier ist wieder eingestellt, ne? Lag. Ja, schön Essen produzieren, ne? Wir haben ja wieder ein paar Eier. Schön. Kannst du bei den Tierbetten, die draußen sind, da wo es möglich ist, noch ein Dach drüber setzen? Dann müssen die Tiere nicht im Regen schlafen. Wie ist das eigentlich in der freien Natur? Schlafen die Tiere doch auch im Regen, oder? Hat jedes Tier einen Bau? Also ich weiß, dass viele Tiere einen Bau haben, aber ich weiß nicht jedes. Also es gibt bestimmt Tiere, die schlafen auch im Regen, oder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ist hier keine Tür?
Hier ist drüber. Wo haben wir denn noch Tierbetten? Ich glaube, ich habe alle, die draußen sind, oder? Die haben keinen Strom. Hier, so kommt hier die Kirche hin. Um einen Kommentar schon vorab wegzuruppen hier. Warte. Denk bei den neuen Leuten immer nicht so sehr daran, was die können, sondern was du brauchst. Und ich meine, der war gut im Handwerk, hier der Grashüpfer, der war doch gut im Handwerk, den werden wir auf Handwerk setzen. Handwerk Medizin, das heißt, der kann Medizin produzieren, die wir nicht mehr so viele haben. By the way, was machst du damit? Ach, wir haben ja immer noch die Sensorproblematik hier. Boah, Schwierigkeit 99%, das ist ein bisschen schade. Den will ich haben. Das ist denn der, ne? Ja. Er ist glücklich sogar. Wieso ist er so glücklich? In Gefangenschaft. Fühle mich nicht gut. Mein Freund stark. Extrem eindrucksvolle Baracke. Ja, das ist eigentlich sogar mehr luxuriös als manche Zimmer. Angenehme Umgebung, sehr gemütlich, extrem eindrucksvolles Esszimmer, extrem niedrige Erwartungen. Können wir den auch ein Glücklichschip oder so? Können wir? Wahrscheinlich. Wir können den ein bisschen Bier verabreichen. Warte, wenn wir die doch besoffen machen, ja? Also ich sag mal, die sind richtig besoffen. Dann müsste es doch einfacher sein, die auf unsere Seite zu ziehen, oder? Oder nicht? Ich weiß nur nicht, ob das so ein Ding im Spiel ist. Und dann wird der nüchtern und dann... Oh, scheiße. Na gut. So, die sind 4. Der ist 5. Machen wir den auch 4. Erweitern wir den mal hier um 1 und dann machen wir den auch mal kleiner. Also auch hier 1, 2, 3, 4, also 2 weg. So, den erweitern wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Ein tun wir weg. Meisterlich erweitern wir dann auch um einen. Na, wobei, nee, weißt du was? Wir haben nicht so viele. Exzellent haben wir am meisten. Deswegen lassen wir das so. Wenn hier die Trockenpumpe durch ist, dann erweitern wir ja sowieso. Wenn die mal einer bauen würde. Wie gesagt, wenn die mal einer bauen würde. Aber Holzlager war doch voll. Ah, okay, doch nicht. Okay. So, was brauchen wir denn am meisten? Wir brauchen am meisten halt einen, der Medizin herstellt. Wir brauchen auch einen, der Bauteile erstellt. So, und jetzt gucken wir mal. Bauteile erstellen, meine ich, ist auch Handwerk.
Nee. Bauteile erstellen ist sogar Schmieden. Bauteile erstellen ist Schmieden. Gut, sonst setzen wir dir als erstes oder den als erstes auf Handwerk, damit der Medizin herstellt, weil das habe ich immer noch ein bisschen höhere Priorität. Und dann, wenn die Medizin voll ist, was schneller gehen sollte, als Bauteile voll zu kriegen, soll er Bauteile produzieren. So, wir müssten jetzt aber auch überall Stühle haben. Oder ist irgendwem noch aufgefallen, wo Stühle fehlen? Ah, sehr widerlich. Bauteile. Oh, die sind schon da. Das ging aber schnell. So, rechts und oben. Okay. Neuer Rekrut. Gut, jetzt müssen wir, also bevor wir jetzt den, Wonder Woman. Ist verletzt. Verdammt. Oh ne, die marschieren nach oben. Kann mal einer Wonder Woman bitte, wir machen Firefly. Firefly. Okay, der eine rennt runter, der andere rennt hoch. So, in der Zeit, wo die auf dem Weg sind, können wir ja schon mal... Wo ist er denn? Hier. Boah, scheiße, der hat sich komplett eingekleidet. Nein, ah, Mist. Ah, Kacke. Komplett eingekleidet hat er sich. Wir haben Herbst. Wir können schon mal auf Winter gehen. Komm, wir setzen alle auf Winter. Ist das immer pausiert, wenn ich hier im Menü bin? Oder habe ich aus Versehen pausieren gedrückt? Bei neuen Rekrut hätte ich direkt pausieren müssen. Damit der sich nicht hier die guten Klamotten krallt da. Nee, ich hab pausiert. Okay. Nö. Das wird kein Berserker, das wird Grasshüpfer ist eigentlich auch ein toller Name. So, dann nehmen wir mal irgendeinen aus dem Spiele-Universum. Frage ist, aus welchem Spiel? Am besten einen, den man easy schreiben kann. Ne? Also mir fallen eigentlich nur Star Wars-Namen ein. Ne? Ich würde jetzt Kyle Katarn nehmen. Weißt du was?
hoffe, ich habe Katan richtig geschrieben. Bis mir was anderes einfällt. Ich hatte eigentlich mal eine Liste, aber ich habe mir die Liste nie aufgeschrieben. So, wie sieht's aus mit dem Handeln jetzt? Firefly. 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 Wonder Woman. Wonder Woman. Hallo, Wonder Woman, habe ich gesagt. Pausieren, sonst kriegst du nicht geklickt. Boah, ey, ganz oben, Alter. So. Ich hoffe, Wonder Hunde wurde behandelt. Gut, wurde behandelt. Während er unterwegs ist, können wir den Grashüpfer einteilen. Wo ist er denn? Hier, Kyle Katarn meine ich. Sorry. Okay. Legendär. Gut. Gold? Hm. So, Schnitterklinge weg. Die haben Glücklichmacher? Nee. Ja, Müll. Müll. Alles nur Müll. Aber die haben ein paar Bauteile. Oh, ein Alpha-Biber haben die. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Kalketan. Du wirst nicht pflegen. Ja. Kalketan. Katan, Keil. Kochen? Ja, das als Hobby weiter betreiben. Wer hat einen Herzinfarkt? Waldo! Waldo hat einen Herzinfarkt. Oh. Ein Chinchilla, ne, danke. Haben wir noch ein männliches Mufflo? Habe ich jetzt nicht gesehen, so. Ey, die kommen hier an, ja, die wissen ganz genau, was ich brauche und dann haben die nur Müll. Nur Müll haben die. Nur Müll. Waldo. Ey, wenn uns die Tiere jetzt alle wegsterben, dann müssen wir irgendwann wieder neue produzieren. So, bauen? Nee. Natürlich, natürlich, wir brauchen nochmal einen Träger, ja. So, Handwerk 1. Schmieden 2. Dann setzen wir die hier doch runter. So. Schneidern. Kannst vergessen. So, Kyle. Du müsstest jetzt Medizin herstellen können. Und du brauchst natürlich noch eine Nahkampfwaffe. Hier kriegst du ein überlegenes. Weil das Gute werden. Waldo! Ach, das war ein Hund! Ein Hundi! Ja, Rip! Rip! Wir verlieren unsere Trägertiere! Warte, was sind unsere Elefanten, by the way? Beides männlich. So, Kyle. Warum legt denn der das da hin? So, jetzt wird aber erstmal wieder Medizin hier rumproduziert. Schön. Hat er eigentlich einen Stuhl? Einen meisterlichen. Zwei Minuten Medizin. Okay. Was liegt denn hier noch? Eine einfache Beinprothese? Was wollen wir mit so einem Müll? So, und als nächstes sollte er, wenn er Medizin produziert hat, Bauteile produzieren. Wir haben ja genug Teile, also so ist es ja nicht. Speichern.
So, dann haben wir die Jade auch zwischengelagert. Ich frag mich, was man mit Uran machen kann. Okay, Uran scheint sehr gut für Waffen zu sein, aber doch nicht besser als Plastahl, oder? Warte, kann man das hier nicht irgendwie sehen? Schmetterschaden, Stichschaden. Der Schmetterschaden ist bei Uran tatsächlich höher und die Nahkampfablenkzeit. Ich weiß jetzt nicht, ob hier hohe oder tiefere Summen bessere wären. Egal. Insektengel. Lecker. Krass, wir haben schon 20 Minuten. Okay, die Teile sind weg. 20 Minuten, bin noch gar nicht. Bin ja gerade in der Hälfte der Kommentaren oder so. Du kannst doch das mit der Kräutermedizin zurzeit noch für Nahrung oder Teufelsgarn nutzen, solange das Lager voll ist. Ich habe ja hier schon eins weggemacht. Die lasse ich natürlich, weil wir irgendwann, sonst haben wir irgendwann gar nichts mehr, ne? Das ist auch doof. Und es wird ja hier schon weniger, ne? Das muss man sagen. Plastahl haben wir jetzt ja aufgeräumt. Die ganzen Stühle! Nein! Los, Leute! Ray, was machst du? Ja, RIP! RIP! Hier gibt's keine Lücken! Meine Güte, Mann, wer macht denn hier Lücken rein? Dauert noch ein bisschen, bis der nächste Händler kommt, deswegen machen wir hier nochmal voll. Und dann könnten wir den Stuhl hier eigentlich auch, ne? Wir haben ja jetzt eigentlich alle Stühle. Also, so viel ich weiß, haben wir jetzt überall Stühle. Man kann mich gern korrigieren. Aber so viel ich weiß, sind überall Stühle. Wieso hat der keinen Strom? Wieso hat der keinen Strom? Lando. Valkyrie. Arbeiten. Eiren. Wo ist Eiren? Okay, Mr. T dann halt. Wo ist Eiren? Da ist Eiren. Er repariert Wand. Gute Arbeit, Eiren. Was baust du als nächstes, Eiren? Also, Eiren. Ich wäre dafür, dass wir mal diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier so haben, ne? Dass wir die tragen, ja? Damit wir mal so ein bisschen vorankommen. So, das reicht für Eiren. Ich weiß, der Dinon will unbedingt auch was machen. Der bettelt ja förmlich dazu, dass er auch irgendwas tragen darf. Das wollen wir ihm natürlich nicht verwehren. Boah, guck mal hier, du darfst sogar was bauen und dann darfst du nochmal was tragen. Was? Ja, wenigstens nicht bis einer umfällt. So, Mr. T. Mr. T schläft. Ist ja interessant, dass der meint, einfach so schlafen zu können. Hier, da fehlt noch ein Stuhl, Mr. T. Mr. T? Das ist ein Entwurf, Mr. T. Wieso kann ich den nicht? Hä? Was stimmt nicht mit diesem Entwurf? Wieso kann ich den nicht platzieren?
Ach nee, der steht schon. Wo hängt ein Mr. T rum? Ach so. Schon wieder nimmst. Ach so, das war der hier. Ja, RIP. Alles. Hier müssen wir langsam auch mal weitermachen. Kann ja nicht sein, ne? Müssen wir wieder alles selber machen hier. Ich meine, du bist doch so ein Abbauspezialist, ne? Habe ich den jetzt? Keine Ahnung. Reißen wir sie halt zweimal ein. So, Arbeitsrausch. Huch. So, Kommentare. Können wir den ganzen Platz bei den Windturbinen nicht als ein Lager nutzen? Können dort Dinge gelagert werden, die nicht Windräder beeinflussen, zum Beispiel Leichen? Ja, ich weiß, dass man hier Lager machen kann. Das hatte ich ja auch schon. In der anderen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich hier lagern soll, dass die Optik nicht kaputt geht. Ich habe überlegt, Stahl hier zu lagern. Ne, dann hier so ein Feld voller Stahl. Ein Feld voller Plastahl. Ein Feld voller was anderes, ne? Hier die Sachen eigentlich. Wir können ja ein Feld erstmal machen und dann gucken wir, wie es aussieht, ja? Wir stellen ein Feld. Wobei, wir machen das immer so, ja? Erstmal machen wir das immer so. So, bevor die jetzt irgendeinen Scheiß hintragen. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Haben wir denn noch irgendwas, was überall gelagert werden können? Was nicht überdacht sein muss? Ja, wo geht denn das ganze Holz hin? Wir haben noch hier den halben Wald weggeruppt. Wo ging das ganze Holz hin? So. Zu dem Argument, dass wir den Schachbrettbogen wegen darauf platzierten Batterien eh nicht sehen würden, sei die Frage gestellt, warum du dann unter den Solaranlagen und den Betten etwas überhaupt Boden platzierst. Aus Prinzip. Also ich werde ja hier drunter auch was platzieren, aber ich meine, wenn wir jetzt hier einen Schachbrettboden machen, werden wir nicht erkennen, dass es ein Schachbrettboden ist. Ich meine, hier drunter habe ich ja kein Muster gemacht. Das wäre ja, wenn ich hier drunter ein Schachbrettmuster gemacht hätte, das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Das meine ich. Also ich werde hier auch unter die Batterien natürlich auch was machen. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier ein Schachbrettmuster reinmache, dann wird man das nicht erkennen, dass das ein Schachbrettmuster ist, wahrscheinlich durch die Batterien. Darum geht's. Und dann würde ich dann lieber irgendwie so wie hier das machen, dann mit so einem Boden drumherum und darunter ganz normal Beton. Aber ich kann natürlich einen Schachbrettboden machen und danach mal sehen, wie das aussieht, wenn ich dann Batterien drauf platziere. Wobei, ich kann ja auch einen Schachbrettboden machen, wo dann anstatt einem Slot vier. Und also viermal Sandstein, viermal Marmor. Oder ich könnte natürlich auch komplette Reihe durchmachen. Oh. Also, dass ich hier einmal Granit, Marmor, Sandstein und sowas. Dann sieht das eher aus wie so ein Fliesenhändler oder so. Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Wonder, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman. Warum ist keiner Wonder Woman am Heilen? Ich dachte gerade, Wonder Woman verbrennen, habe ich irgendwie. Wollte mich verarschen. Wurminfektion und
Sensorfahrlagensstörung oder sowas. Wonder Woman, Wonder Woman. Red mal mit dem Händler da. So, was haben wir denn? Boah, viel zu teuer. Nur Müll wollen wir nicht kaufen. Wir können was verkaufen. Ja, weg. Ja, weg. Eine, achso, das ist unser. Ein guter Plastall, weg. Wo haben wir denn den ganzen Müll gelagert eigentlich? Habe ich nie gesehen. Doch, die habe ich gesehen. Aber, hä? So viele Waffen haben wir doch gar nicht. Ein exzellenter Langbogen. Kostet auch nichts, ne? Oh, aber die sind auch gut. Die lassen wir. Wir können einen Energierüstungshelm kaufen. Alle wollen Skulpturen. Wir haben eine legendäre sogar. Das ist ja sehr interessant. Ach, warum nicht? Wie viel haben wir eigentlich? Ein, gut, jetzt haben wir noch einen. Es fehlt eine Schrotflinte und eine Energie. Hä? Alles löschen. Alles löschen. Gute Arbeit, Groot. Gefällt mir. Kann jetzt einer mal hier den Müll raustragen? Wollte schon sagen, aber Wonder Woman ist dabei. Wonder Woman regelt Wurminfektion. Scheiße, die müssen wir auch noch platzieren. Ach, schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Coole Folge, sehr schön aufgeräumt. Apropos, kannst du bitte den Planstall noch aus dem Durcheinander holen? Durcheinanderlager, das ist ein schöner Name. Das nennen wir jetzt so, Durcheinanderlager. Das ist ein schöner Name. Haben wir ja schon gemacht. Und ich weiß, hier ist ein Dach. Über der Jade ist noch eine Bucht. Ja, das waren die über der Jade. Jade war hier. Ach so, ja, das war die Insektengel. Wo haben wir Insektengel jetzt eigentlich hingemacht? Hä, wo kommt denn jetzt das Insektengel eigentlich hin? Wo wird das Insektengel gelagert? Hier, ne? Hier wird Insektengel jetzt gelagert. Ja. Ach, die Namen müssen wir alle mal wieder ändern. Hätten wir besser nie gegeben, ey. Das heißt, Bauteile werden jetzt nicht gelagert. Können wir ganz schnell lösen, indem wir hier einfach beides machen. Hallo? Hochwertige und Bauteile-Problem gelöst. Das ist ein Vogel vom Fenster, auch wie schön. So, und überarbeiten wir nochmal bitte das Möbellager. Habe ich ja auch gemacht, da die Dinge immer verkauft werden, sammeln sich ja nur die Exzellenten an. Das soll sich ja gar nicht ansammeln. Also eigentlich will ich ja alles verbauen, wenn alles verbaut ist. Aber ich komme nie dazu, hier die... Das muss alles wegpriorisiert werden. Das ist, wir brauchen auch noch ein Endlager. Ne, zum Beispiel, wir haben jetzt hier noch die Sessel. Sessel brauchen wir gar nicht mehr. Aber ein paar will ich halt endlagern, falls wir neue Gebäude bauen, wo wir dann Sessel brauchen. Und bitte das Holzlager wieder auffüllen. Ich liebe diese Großeinsätze. Kannst ja beim Sumpf neben der Lage schon mal Platz schaffen. Jetzt haben wir zweimal Großaktionen gemacht, haben aber nicht zugeguckt. Da hier gucken wir noch ein bisschen zu. So. Platz ist scharf. So, das wird langsam leer. Das ist doch gut.
Was auch? Wo gehen denn unsere ganzen Zeugchen hier so? Bald haben wir wieder zu wenig Stoff. Ich sehe es schon kommen. Komm, platzieren wir das mal hier hin. Es muss ja nicht 100% ausgefüllt werden. Das Problem ist, da müssen wir Strom versetzen. Wir machen mal was Interessantes nach hier, falls wir dann doch irgendwie mal... Ich wollte gerade sagen, bis vielleicht wir doch hier irgendwie Strom brauchen. Ach ja. Ein nicht enden wollendes Projekt, das mit den Geothermalen... Was? Das ist ja auch noch nicht gebaut. Meine Güte. Ach, das ist ja nur ein Kommentar. Außer natürlich, es soll doch schließlich eine Art Begrenzungszaun sein. Oder doch in? Außen natürlich. Ach, außen natürlich. Ich habe immer außen natürlich. Das war hier drauf gesetzt. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Machen wir mal 200. Könnte gerade so hinkommen. Mit den Ressourcen wird es knapp. Wir haben ja jetzt alles aus Sandstein gemacht. Wir geben noch mal ein bisschen Marmor dazu. Ne? Marmor. So. Weil Marmor haben wir im Moment am meisten. Sandstein haben wir jetzt aufgebraucht, sozusagen. Da müssen wir erstmal wieder ein neues ran schaffen. Sollte aber kein Problem werden. Bis wir dann irgendwann die ganze Karte vollen Marmor befreit haben, Sandstein auch befreit haben, wie mit Granit. Gut. Das war's dann aber jetzt für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also würde ich sagen, was macht er damit? Ja, überall ist alles beschädigt, aber hier liegen noch rum. Hier brauchen wir noch ein bisschen Bauteile, deswegen lassen wir die mal liegen. Ressourcen sind alle da, jetzt muss nur noch hier weiter gedrechselt werden. Ne? Machen wir in der nächsten Folge. Gut, wenn ich es nicht vergesse. Also bis dann. Ciao.